Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks, zur Replay-Ausgabe in dieser Woche. Wir starten mit einem 12-Tonner, gespielt vom Brumm Brumm. Wir sehen schon, pinke Ausrüstung, Optik, Abgassystem und die Lüftung. Wir haben hier, glaube ich, mit dem AMX 12-Tonner einen ziemlich guten Tier 6 Scout, der mit einem Autoloader-Clip mit 4 Granaten daherkommt. Pro Granate Alpha von 135, damit 540 potenzieller Clip-Damage. Sehr gute Durchschlagswerte, 144 auf der Standard-Pen, also AP, und 202 auf der APCR-Sichtweite, 360 Meter. Ihr seht es mit der Mannschaft und den Modulen kommt er hier trotzdem auf die maximale Aufklärungsreichweite. Ja, 60er Topspeed, 23 rückwärts, 27,25 PS pro Tonne das Leistungsgewicht, 6 Grad Gun Depression, leider nur 12 Grad Gun Elevation, das liegt halt an diesem Wiegeturm. 0,40 die Stockgenauigkeit, Softsets sind so okay, Einzielzeit 2,3 Sekunden, Intraclip 2,5 und Clip-Nachladezeit 20. So, hallo KV1. Ja, anscheinend sind da bloß blinde Kollegen unterwegs. Er ist ja hier auch Top-Tier gegen Tier 5er. Und mit den guten Pen-Werten kann er hier schon mal einen ersten Clip in den KV1 reinbringen. Der 1357. Ach, er ist, Entschuldigung, Top-Tier. Was erzähle ich für einen Quatsch? Er ist Mid-Tier. Das ist ein 7er unterwegs. Gegnerteam hat noch ein 1375. Sein Team 1375 neben ihm fährt. Und das Gegnerteam hat noch ein 1357. Da überrascht es umso mehr, dass er hier aus der Mitte den KV-1 so wunderbar abfarmen kann und jetzt hier quasi ja mehr oder weniger ungehindert stehen kann. Wo zur Hölle ist denn der Gegner? Okay, der VK, der andere Scout, ist einfach mal rumgefahren. Geil ist auch, wir beachten mal kurz dort den Cromwell B. Ja, ich weiß gar nicht, was da noch steht. T-34, auch richtig geil. Der T-67 kann ich noch ein Stück weit verstehen, aber der Cromwell B und der T-34 ist echt der Knaller da hinten. Also wir haben hier wieder auf beiden Seiten anscheinend ein Team, was so das Game auf jeden Fall endgültig verstanden hat, möchte ich mal meinen. Weil, was ist das? Wo sind die Gegner? Wo steht das eigene Team rum? So, T-34-85M steht auch in einer interessanten Position. Stuck 3G, das sollte problemlos werden, denn das Stuck selber wird ihn nicht spotten können. Das ist maximal der T-34. Er kriegt das Stuck aber auch nicht auf. Der T-34 spottet ihn jetzt. Ja, der war ein bisschen hektisch gesetzt. Und den zweiten kann er reinkriegen. Jetzt muss er erstmal gucken, dass er in Deckung kommt. Er macht einen Tock auf. Yay, Hitpoint Pinata. Sehr schön. Also ich finde die Map Verteilung der Teams wirklich sehr, sehr spannend. So, er ist gleich wieder nachgeladen. Kriegt er den Tock nochmal auf? Jawohl. Der Tock ist so langsam, da kann ich sogar fast verstehen, dass der da nicht hochgefahren ist, weil ehe der da ankommt, ist natürlich die Mitte schon besetzt. Er kriegt jetzt hier Spotting auf den Tock. Das ist ganz nett. Kann er hier selber Schaden machen? Der Tock dürfte ihn... Okay. Ja gut, der AMX ist da unten. Ich wollte gerade sagen, der Tock dürfte ihn da jetzt eigentlich nicht selber aufmachen, aber ich korrigiere es. So, jetzt ist der Cromwell munter geworden. Der T-67 scheint raus zu sein. Der Skoda geht hier oben raus. 85M fährt mit, M10 fährt mit. Der 85M da unten lebt immer noch. Und jetzt muss er hier tatsächlich aufpassen. Wenn der 1357 hier hochkommt, dann hat er ein Problem. Denn der, ich weiß gar nicht, was der für einen kompletten Clip-Damage hat. Kann er den Tock abfahren von hier aus? Kommst du an den Tock ran? Ja! Göttlich. Aber ja, okay, da ist die Kanone zu ungenau. Der 1357 könnte ihn quasi rausnehmen, aber er macht es nicht, sondern er versucht eher da auf den T-25-2 zu gehen, der gegnerische Light. Kommt natürlich ihm jetzt hier entgegen, Brumm Brumm. Na, er kann jetzt hier entspannt weiter hier oben stehen, kann den Tock aufmachen. Jetzt kommt der Light hoch. Der hat noch 440 Hitpoints. Das heißt, er ist potenziell ein One-Clip. Aber er hat natürlich das Problem... Ja, jetzt ist der Proxy offen. Okay, er geht auf ihn drauf. Sehr gut. Oh, er rammt ihn sogar. Und der 1357 macht das hier ganz schlecht. Er checkt nämlich viel zu spät,
was hier eigentlich passiert. Und mich wundert es doppelt, denn der 1357 hätte wissen müssen, dass er hier oben ist. Dass er da so leichtfertig da jetzt seinen Clip auf den 85M, auf den Cromwell setzen will. What the fuck? Ganz schlechter Spieler in meinen Augen. Das heißt ganz schlecht, aber keine gute Aktion des 1357 Spielers. So, er hat einen KV1 gespottet. Der ist aber jetzt wieder zu. An den kommt er auch jetzt spotting-technisch nicht ran, weil er da, glaube ich, an dieser Auffahrt steht. So, auf den VK kommst du auch nicht. Er steht unten. Jetzt zu die Frage. Da ist der KV1. War das jetzt wirklich dein Spotting? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Da jetzt drauf. Schöner Replay-Bug. Schöne Kamerafahrt. Stuck, rechts. Stuck, rechts. Stuck, rechts. Ja, Stuck, Stuck. Er kriegt Spotting auf den KV1. Oh, wie ärgerlich. Da kommt die Granate eine halbe Sekunde zu spät auf das Stuck. So, ja, es ist auch ein Reload. So, KV1, er sammelt so ein bisschen Spotting. Die Artillerie trifft den KV1 nicht. Und jetzt ist der KV1 tatsächlich auch so weit weg, dass er ihn nicht mehr in seiner Aufklärungsreichweite hat. Entsprechend, ja, müssen wir jetzt mal nachrücken hier, würde ich sagen. 1300 Schadenspunkt gemacht, 1300 gespottet. Fast identisch. Zwei Hitpoints Unterschied sind es nur. Also sehr, sehr ausgewogen hier. Es steht 7 zu 6. Das Team von Brumbrum liegt mit 1100 Hitpoints hinten. Jetzt ist halt die Frage, wie gut man jetzt die 1-2 hier angreifen kann. Aber vielleicht erstmal den KV-1. Hallo? Der ist blind. Macht er ihn auf? Werden wir gleich rausfinden. Na? 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 Ja, doch, er macht ihn auf. Da hast du, glaube ich, also ich glaube, deine Intention war zu warten, bis der KV-1 hinter dem Busch ist. Hui! Aber dann hast du doch zu früh angefangen zu klickern. So, Reload, Reload, Reload. Und dann mal gucken, ob man hier... Hallo, Basotto. Oh yes. Oh yes, vor allem die Arti, die muss jetzt als erstes erstmal raus. Weil die nervt natürlich. 1, 2... Auf Wiedersehen. Okay. Auf. Ja, gut. Der letzte Schuss ging irgendwie dumm in die Kette. Der dritte Schuss hat irgendwas weggeschossen. So, Basotto. Die Artis alle nicht treffen und keinen Schaden machen. Der Basotto muss jetzt hier relativ schnell raus. Guckt er den Jagdpanther irgendwie rein? Er hat noch einen kompletten AP-Clip. Danach sind es noch drei APCR-Clips. Vielleicht auch erstmal versuchen, an den DS ranzukommen. Geht das? Ja, von wo der T25-2 steht. Ne, ich glaube nicht. So, da ist der Jagdpanther. Der macht ihn witzigerweise nicht auf. Das heißt... 1, 2, 3... Der, oh. Also jetzt muss man sagen... da warst du jetzt sehr mutig. Der Jagdpanther, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, er hat auf dich geschossen. So, Kill. Oh, Basotto. Weg. Ah, der hat zum Glück die kleine Kanone drauf. Wenn er die große Kanone gehabt hätte, dann hättest du jetzt der Garage Hallo sagen können. Und auch die Aktion gegen den Jagdpanther, muss man sagen, das war jetzt schon sehr, sehr viel Risiko dabei. So, da ist der Basotto. Ja, schade. Schade. Vielleicht dann nochmal auf den KV-2. Mal gucken, ob man den irgendwie reinkriegt. Also am Anfang, oder die erste Hälfte, war gut. Ja, da hat man auch, hast du davon profitiert, dass der 1357 zum Beispiel Blödsinn gemacht hat. Oder nicht richtig nachgedacht hat. In der zweiten Hälfte war es sehr, also war es schon sehr mutig von dir, muss man sagen. Also da hättest du, da gab es durchaus Situationen, da hättest du rausgehen können, aber insgesamt eine richtig schön runtergespielte Runde hier. Wir sehen die Auswertung, es gibt ein Panzerass. Es gibt die Orlex-Medaille, es gibt den Patrol Duty, es gibt den Unterstützer und es gibt Großkaliber. Insgesamt haben wir hier 2233 Schadenspunkte für einen Tier 6er, auf jeden Fall richtig gut. 3 Kills, 1508 Basiserfahrungspunkte und das lässt erkennen, wie gut die Runde eigentlich wirklich war. Denn nochmal 2500 Spot Damage
Und das ist kombiniert fast, naja, 4800 irgendwie sowas in die Richtung. Das ist richtig, richtig stark. Also Hut ab am Ende für diese Runde, auch wenn ich jetzt am Ende gesagt habe, naja, da waren ein paar Risikosachen dabei. Ja, waren sie. Und wenn man aber dann mal vom Glück gesegnet ist, dann kommt halt einfach sowas bei raus. Es war gezwungenermaßen am Ende ein bisschen APCR, glaube ich, aber insgesamt sehr viel AP. Die Pen ist auch einfach gut auf dem AMX 12 Tonner. Jedenfalls, wenn man mit Tier ist, so wie in der Runde, braucht man nicht so oft unbedingt die APCR. Entsprechend, hier bei den Feiertags-Ops, 124.000 Credits plus, 5-fach-Tagessieg, 11.310 Erfahrungspunkte. Und damit geht es auch schon in die zweite Runde. Wir sehen Gandalf the Gay, schöner Name, im E100 und gespielt, ihr seht es schon, mit der 12,8 cm Kanone, also eigentlich die, naja, kleine Kanone, ja, kann man schon sagen. Damit hat man ein bisschen mehr DPM. Alpha von 530, kürzeren Reload, genauer und mehr oder bessere Einzielzeit. Im Grunde die Kanone wie die Maus, nur dass die Maus halt mit der Kanone 94 Alpha hat und der E100, wie gesagt, die 530. 246 Pen auf der Shattered AP, 311 auf der APCR, 0,39 die Genauigkeit, 2,5 Sekunden die Einzielzeit. Ansetzer Lüftung Stubby, glaube ich. Ja, er hat es mir geschrieben, was eingebaut war. Sekunde. Genau, Ansetzer Lüftung Stubby. Ich habe mal kurz pausiert und nochmal nachgeguckt. Ja, wir haben die Schokolade mit dabei. Ansonsten kleine Verbrauchsgüter. Das finde ich mal ganz spannend. So die teure Schokolade mitnehmen, aber nur die kleinen Verbrauchsgüter. Aber egal, wir sind auf Paris und er ist Top-Tier. Oh, gegen 8er, das könnte nett werden. Also wir haben nicht so viele dicke Dinger dabei. Tatsächlich nur 2 Zehner auf jeder Seite. Auf seinem Team noch der FV 4005 Stage 2. Und beim Gegnerteam ist es ein Type 5 und ein E3. Okay, ist immer spannend, wie ein FV gegen ein E3 gematcht wird, aber sei es drum. Und übrigens hier, er hat auch den 3D-Stil aus dem Battle Pass. Ich weiß gerade gar nicht aus welchem. So, hallo. BZ. Du fährst hier sehr motiviert mit deinem Kettenrad raus. Ja, da kann man schon mal Danke sagen, wenn man da richtig steht, der Gegner. So, und jetzt hier der Oho, dem ein bisschen den Platz geklaut, aber egal. Jetzt geht's hier mit APCR auf den Type 4 Heavy. Und ja, die Kanone, muss man schon sagen, ne, mit der Feuerrate 12 Sekunden Reload, das heißt mit Ansetzer und so weiter und so fort, könnte das hier an die 10 Sekunden rangehen. Das ist dann schon nett. Ansonsten bleibt es natürlich ein E100, relativ langsam, 30er Topspeed, 15 rückwärts, Leistungsgewicht ist eine Katastrophe, 9,78 PS pro Tonne, aber das kennen wir ja auch von der Maus, das ist ja ähnlich beschissen. Oh Gott, grüner Pennmarker. Ach nö, ach nö. Ja, BZ, ich meine, das ist wirklich dankenswert. Also das ist ja fast wie, ach nochmal? Ach nee, dann nehmen wir den Conqueror. Lol, was machen denn die Gegner? Ja, jetzt hatte ich aber auch mal geguckt, wo er da trifft. What the fuck? Wo hat der getroffen? Hat man jetzt leider nicht so richtig gesehen. So, Conqueror? Kommt der von dort? Oh, hallo? Ah, schade. Das Objekt nutzt da die Gelegenheit. Und jetzt wird es natürlich ein bisschen ekelhaft hier, weil der Conqueror... Oh, der schießt noch in die Kette, das ist natürlich gut. BZ bounced wieder. Kommt er an den Conqueror ran? Jawoll. Schöner High-Roll in die Unterwanne. Wir haben 7 Grad Gun Depression, wir haben 2700 Hitpoints und wir haben 400 Meter Sichtweite. So, hallo Conqueror, das war die Kette. Du kriegst nochmal eine in die Unterwanne. Ansonsten E100, wie muss man ihn spielen? Fast wie eine Maus eigentlich. Den Turm zwischen dem Schießen vom Gegner so ein bisschen wegdrehen. Also nicht die Kanone auf den Gegner draufgerichtet lassen, weil ansonsten hat man effektiv gesehen relativ schlechte Werte. Also relativ, ne? Neben der Kanone, diese große Fläche, das ist mal gebufft worden, also das ist schon besser geworden, aber trotzdem den Turm quasi mit anwinkeln, damit man es dem Gegner deutlich schwerer macht, da den E100 am Turm an der Front zu unterschlagen. Das gleiche gilt im Grunde auch für die Maus. Eieiei, hier der Snapshot auf den VK, der aber in die Kanone des Ohos geht. Und jetzt muss man hier schon mal gucken, dass man...
Ja, schön in die Unterwanne des VK-100s. Wunderbar abgewartet, ein bisschen Geduld gehabt, da die Gegner eh den Fokus auf den Oho haben, konnte er sich das hier auch leisten oder erlauben, da in aller Ruhe auf den Fehler zu warten. So, VK-100 geht da in den Sidescrape. Na, schwierig. Da oben ist noch ein Skoda, da kommt man aber nicht ran. Und jetzt wird es tatsächlich so ein bisschen tricky hier. Wen nimmt man als erstes aufs Korn? Der VK. Okay, hat sich erledigt. Geht da raus. Jetzt der Type. Warum nimmst du nicht die... Ja. Kommandantenkuppel, wollte ich sagen. Die ist auf jeden Fall safe-pennbar mit der APCR. Ja, so kann man es auch machen. Die Kanone hochnehmen. Und jetzt... Och, ach, das ist ja wie Ostern und Weihnachten und Geburtstag zusammen. Der Type. Da hat der FV gerade den Skoda gebalanced. Tschüss. Der Type kommt durch mit Premium AP. Ja, okay. Ein bisschen Hitpoints haben wir ja zum Traden. Die Unterwanne ist beim Type 5 nicht unbedingt ein Autopen. Also da war woanders, es wäre woanders schlauer gewesen. Och Gott. Ja, das Objekt gönnt. Schön nochmal in die Kette, nochmal Support-Damage bekommen durch Spot und Ketten ziehen. Wir sind bei 7000 Schadenspunkten und 2000 geblockt. Also, das ist schon eine sehr dankbare Runde. Wenn du dann mal im 10er gegen 8er antreten darfst und auch der Rest richtig gut hier mitspielt, dann macht das echt Spaß. Ich meine, ich habe ja nun auch über Weihnachten die Maus gespielt. Huch, warum? Ja, ich habe sie ja eigentlich offiziell nicht, aber... jedenfalls hat man da schon gemerkt, wenn man da so ein Stumpf auch so ein bisschen sich auf die Goldmunition einlässt, dann waren die Maus-Gameplays gar nicht so scheiße, wie man vielleicht zu denken mag. Und da ist der EN100 ja nicht weit weg davon, ne? Also der ist ja vom Gameplay nicht groß anders. Er ist ein bisschen mobiler und dadurch ein bisschen flexibler, aber das Grundgameplay ist halt einfach Schaden bouncen bis zum geht nicht mehr und sich eine Häuserecke zu suchen. Oh, hallo Vipera. Oh ja, das Turmdach. Schade. Schade, schade, schade. Und das ist jetzt das, was ich meine. Weg den Turm, wegdrehen vom Gegner und dann ziel doch wenigstens besser. Das kann, also jetzt mal im Ernst. Wenn du 7000 Damage machst, dann kannst du auch gut auf die Vipera zielen. Auf die Unterwanne und nicht auf diesen Streifen da auf die Oberwanne. Das ist dann nämlich einfach kein Autopen. Und wie gesagt, zwischen den Schüssen im besten Fall den Turm ein Stück anwinkeln, genauso wie die Wanne. Dann erhöht man effektiv die... Ja, okay, Snapshot. Dann erhöht man effektiv die Panzerung und das kann dann einfach insofern helfen. Wow, PTA, lol. Dass man da den Schuss bounced. Also da ist noch ein bisschen Potenzial drin, aber insgesamt sehr schöne Runde mit über 8000 Schadenspunkten. Hier die Auswertung, Panzerass 9000 kombiniert, schreibt da im Titel. Wir gucken gleich mal nach. Und ja, ich wollte gerade sagen, nichts war da an großen Medaillen. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, kein Großkaliber. Ich finde es ganz spannend, dass du meinen Namen in den Titel geschrieben hast. Ich glaube, man kann gar nicht bei... Man kann gar nicht nach Titel suchen, oder? Geht das irgendwo? Nee, man kann gar nicht nach Titeln des Replays suchen. Aber vielleicht habe ich da auch was nicht gefunden. Aber ich habe das ja schon für Quickie Baby auch schon gesehen. Vielleicht geht es ja doch irgendwie, dass man die Titel durchsuchen kann und dann nach einem bestimmten Streamer oder damit einen Streamer vertecken kann, dass er die Replays wiederfinden kann. Sei es drum. 8184 Schadenspunkte, 3 Kills, 1322 Base. Insofern wirklich richtig gut, weil das auch eine Runde gegen Achter war. Von daher ziehe ich da den Hut. Richtig schön, richtig viel gefarmt. 2690 geblockt und 863 noch durch Kettenziehen und Spotting obendrauf. Insgesamt, es war einiges an APC unterwegs. Mit den ganzen Feiertags-Ops-Bonis sind es trotzdem 92.000 Credits aus der Runde raus und über 7.900 Erfahrungspunkte. Zwei schöne Runden, die wir heute gesehen haben, mit ein bisschen Risiko im Light, vor allen Dingen in der zweiten Hälfte. Und
Ja, noch so ein bisschen Panzerungsoptimierungspotenzial beim Turm-Gameplay des E100. Insgesamt aber zwei wirklich sehr schöne Runden. Vielen Dank fürs Einschicken. Wenn ihr mir selber Replays schicken wollt, dann könnt ihr das gerne über Discord per Privatnachricht machen oder auch an meine E-Mail-Adresse. Den Link zum Discord und zur E-Mail-Adresse findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer, namentlich genannt GameOnFan, Kulle, Gorwin, Cortano, Carbine und Rohrblitz. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer Oher.